Einen schönen guten Abend und willkommen. Warum wir demnächst mehr Abstand zueinander halten sollten, hat mit einem aggressiven Erreger zu tun. Die Themen von Brandenburg aktuell. Virenwarnung, gefährlicher Magen-Darm-Erreger im Anmarsch. Pferdestärke, Holztransport wie zu Großvaters Zeiten. Und Schlusssprint, Barthur auf Siegkurs beim Sechstagerennen. Ja, vielleicht sollten wir in den nächsten Wochen das Händeschütteln unterlassen. Das ist die einfachste Methode, um Krankheitserregern aus dem Weg zu gehen. Noch bevor die nächste Grippewelle rollt, könnte nun aber ein besonders ansteckendes Virus Hochkonjunktur haben. Das Norovirus, welches schon zur Weihnachtszeit manch einen von uns flachlegte. So etwas nennt man Glück im Unglück. Der kleine Valentino hatte es nur an den Bronchien und nicht das Norovirus. Ein schlimmer Husten und etwas erhöhte Temperatur, aber immerhin musste er sich nicht erbrechen oder war von Durchfall geplagt. Dennoch ist es nur eine Frage von Tagen, dann soll schon die nächste Welle des Norovirus kommen. Wir können im Land Brandenburg, ähnlich wie auch in den anderen Ländern der Bundesrepublik, auch vermerken, dass Norovirus-Infektionen häufiger werden. Also im Vergleich der letzten Jahre zum Vorjahr, auch jetzt schon, wenn wir den Monat Januar betrachten, stellen wir fest, dass wir erheblich viel mehr Häufungen haben als in den Jahren zuvor. In den letzten 6 Jahren hat sich die Zahl der erfassten Norovirus-Infektionen in Brandenburg fast verzehnfacht auf über 4000 Fälle. Vor allem im Winter stellen die Labore viele Erkrankungen fest. Und so sind in diesem Monat bereits fast 1000 Fälle gemeldet worden. Dort, wo das Norovirus sich ausbreitet, herrscht Ausnahmezustand. Da der Erreger sehr infektiös ist, drohen gerade in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Kindertagesstätten viele Krankheitsfälle. Was noch typisch ist, dass durch diese sehr kurze Inkubationszeit eigentlich sehr schnell auch in der Umgebung Erkrankungen dann auftreten, Eltern, Geschwister, ja, weiß man schon, das müssen also mit hoher Wahrscheinlichkeit könnten es Noroviren sein. Der beste Schutz vor Ansteckung, strikte Hygiene, denn es gibt keine Impfung, keine Medikamente. Wir versuchen ganz schnell diesen Wasserverlust auszugleichen mit Elektrolytlösung. Geben auch teils die ausgeschiedene Darmflora, ersetzen wir durch entsprechende Präparate und hoffen das damit und kriegen es auch meistens in den Griff. Sehr selten ist eigentlich eine intravenöse Therapie notwendig. Dass aus einer Traumreise schnell ein Albtraum werden kann, erlebten viele Passagiere der Queen Elizabeth in der vergangenen Woche. Ein blinder Passagier war mit an Bord. Das Norovirus. Statt blaues Meer und blauen Himmel zu genießen, mussten die Reisenden die Kabinentoiletten hüten. Ja, zu dem, was politisch erregt. Die Oppositionsparteien, die frohlocken schon. Jetzt habe die CDU zwar einen neuen Chef, doch er wäre nun Vorsitzender von Petkes Gnaden. Ulrich Junghans muss damit leben, dass im engsten Führungskreis der Partei sein einstiger Konkurrent und dessen Unterstützer das Sagen haben. Für die Brandenburger CDU bleibt es spannend. Der CDU-Fraktionsvorstand trifft sich am Nachmittag in Potsdam. Zum ersten Mal ist Junghans in der Funktion des Parteivorsitzenden dabei. Doch Fragen nach dem Wie weiter mag er heute nicht beantworten. Erwartungshaltung ist groß, mehr nicht. Wir müssen jetzt arbeiten. Dass die CDU dazu überhaupt kommen wird, bezweifeln allerdings viele. Ich glaube nicht, dass da jemals Ruhe reinkommt. Für mich sind das alles nur Machtkämpfe. Das ist ja beschämend, was sich da abspielt. Und ich denke, das hat auch keine Zukunft. Ich verfolge das. Ich bin CDU-Wähler gewesen und jetzt nicht mehr. Also für mich gibt die CDU ein sehr zerstrittenes Bild ab. Und ich würde sagen, sie ist dabei, sich etwas selbst aufzulösen und macht das dem politischen Gegner recht einfach. Glauben Sie denn, dass Herr Junghans da jetzt irgendwie das nochmal rumreißen kann, die Partei vereinen kann? Ich denke, das hängt maßgeblich von Herrn Petke ab, wie er sich in Zukunft führen wird. Ob er sich da einordnet. Und da wage ich keine Prognose, wenn ich ehrlich bin. Dem freundlichen Händedruck von Sven Petke auf dem Parteitag folgte die erste große Schlappe für Junghans. Dessen Wunsch, Generalsekretär Hohmeier, fiel bei den Delegierten durch. Deshalb bleibt dieses Amt in der CDU vorerst unbesetzt. Sogar bei der Bundes-CDU war diese Entscheidung heute Thema. Ich halte es jetzt für richtig, dass im Landesvorstand der Brandenburger CDU der Versuch gemacht wird, sich auf einen Generalsekretärskandidaten zu verständigen. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen erfolgt.
Die Schwierigkeit: Junghans muss einen Generalsekretär finden, den auch das Paetke-Lager akzeptiert. Zwei Namen kursieren inzwischen: Saskia Funk, parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion, und der Landtagsabgeordnete Ingo Senftleben, hier links im Bild. Die SPD indes fordert heute offen ein Ende der Querelen beim Koalitionspartner. Ich würde mir wünschen, dass ein Sven Paetke seine Wahlniederlage akzeptiert und seine Mehrheit, die er rein rechnerisch im Vorstand hat, jetzt nutzt, um den neuen Vorsitzenden zu unterstützen. Nächste Woche soll es einen gemeinsamen Koalitionsausschuss geben. Die SPD, so Ness, sei gespannt, welche vier Politiker der CDU da kommen werden. Gerade erst wurden in Thüringen drei tote Babys entdeckt. Da gibt es einen neuen Fall aus Brandenburg. Die Meldungen mit Peter Wachsmann. In Küritzkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein toter Säugling entdeckt worden. Nach Polizeiangaben fand der Großvater des Kindes die Babyleiche in einem Kleiderschrank in der Wohnung der Mutter. Die 19-Jährige gab an, das Kind Ende Dezember tot zur Welt gebracht zu haben. Die Kriminalpolizei Potsdam hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Genauere Erkenntnisse soll das Ergebnis der Obduktion bringen. Gegen Ministerpräsident Platzek wurde Strafanzeige gestellt. Sie kommt von der Bürger- und Wählerinitiative 50+, die Platzek Vorteilsgewährung im Amt vorwirft. Die Landesregierung sieht allerdings keine strafrechtliche Handlung. Grund ist der Streit um die Versorgungsansprüche des Cottbuser Oberbürgermeisters Schimanski. Platzek hatte dem früheren Minister ein Rückkehrrecht als Staatssekretär gewährt, damit er keine Pensionsansprüche verliert. Für die Bürgerinitiative ist das aber rechtswidrig. Brandenburgs Linkspartei vor letztem Parteitag. Am Wochenende wird der letzte Landesvorstand vor der Fusion mit der WASG gewählt. Landesvorsitzender Nord stellt sich ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl. Seiner Ansicht nach gibt es in Brandenburg keine grundsätzlichen Differenzen zwischen Wahlalternative und PDS, auch nicht in der Frage einer möglichen Regierungsbeteiligung. Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen der WASG genauso wie die Mitglieder der Linkspartei einfach zunächst erstmal die Frage hätten, was wäre von dem, was wir wollen, in einer solchen Situation durchsetzbar. Und wenn das überzeugend genug wäre, dann glaube ich, wäre die Zustimmung sowohl bei uns als auch bei der WASG durchaus gegeben. Die Fusion soll im Januar 2008 abgeschlossen sein. Am kommenden Sonntag tagt parallel der Landesparteitag der WASG. Die Deutsche Telekom hat ihr Callcenter in Cottbus zum 1. April dieses Jahres verkauft. Neuer Eigentümer ist Walter Services, eine Unternehmensgruppe, die bereits zwei Callcenter in der Region betreibt. Das Cottbuser Callcenter wurde 2005 eröffnet. Die 300 Mitarbeiter werden mit einer Beschäftigungsgarantie für die nächsten 5 Jahre übernommen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet jedoch eine Halbierung der Löhne. Umbauarbeiten im Frankfurter Oderturm. Hier entsteht das neue RBB-Regionalstudio. Im August wird der Sendebetrieb aufgenommen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg investiert bis dahin 2 Millionen Euro in den Umbau. Zurzeit ziehen die Bauarbeiter Trockenbauwände für Büros und Studioräume ein. Zu erkennen ist bereits der große bimediale Redaktionsraum. Er wird künftig gemeinsamer Arbeitsplatz für Radio- und Fernsehredakteure in Frankfurt sein. Ja, und schon kommen wir Ihnen mit der Technik aus Großvaters Zeiten. Werden Bäume gefällt, müssen die Stämme dann auch irgendwann raus aus dem Wald. Das leisten nun auch wieder Pferde. Sie ziehen, in der Fachsprache, sie rücken das Holz. Die Uckermark setzt jetzt auf diese umweltschonende Methode. Die ist nicht nur besser für den Wald, sondern hat auch handfeste wirtschaftliche Vorteile. Annette Bräunlein zeigt uns solch einen Pferderücker bei Prenzlau. Ein eingespieltes Team. Wenn Siegbert Sommerfeld mit seinem Hengst Edgar Holz aus dem Wald holt, muss die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd exakt funktionieren. Die Kommandos, eine Art Pferdegeheimsprache. Zopp heißt, du wirst dann Schritt zurückgehen, dass ich die Ketten lose kriege. Wenn ich jetzt zieht und sage jetzt, bleiben die Ketten stramm, krieg die Haken hier raus. Und dann wissen die, dass sie einen Schritt zurück machen müssen. Ab und zu muss ich ein bisschen unterstützen und sagen, Zopp, dann wirst du, einen Schritt zurück, dann sind die Ketten lose. Ein Pferdeflüsterer ist Sommerfeld zwar nicht, doch er braucht Fingerspitzengefühl und Autorität. Und die Chemie zwischen ihm und dem Pferd muss stimmen. Dafür ist nicht jedes Tier geeignet. Man muss ihn halt mögen. Das ist ein Pferd, wenn man sich so ein Pferd kauft, oder man ist ja selbst aufgezogen, wenn man ein Pferd kauft. Man sieht, das muss einem gefallen. Und das Wesen, das muss zu einem passen. Der 10-jährige Hengst Edgar ist sein bestes Pferd. Mit der Wende hat Sommerfeld seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich hatte früher in der Werkstatt gearbeitet, also draußen ist mir lieber. Was haben Sie früher gemacht? Ich bin Schlossermeister vom Beruf.
Schon vor Jahrhunderten haben Pferde die Baumstämme so aus dem Wald gezogen. Doch obwohl mittlerweile hochmoderne Maschinen schneller und billiger arbeiten, kommen heute wieder Pferde zum Zug. Das liegt auch an den hohen Energiepreisen. Es ist der Holzmarkt, der eben den Waldbesitzern durch die gestiegenen Holzpreise erlaubt, das Pferd auch wieder einzusetzen. Denn es ist natürlich so, auch Pferderücker wollen bezahlt werden und die kosten Geld. Und mit den gestiegenen Holzpreisen ist es eben halt möglich, auch den Pferderücker davon dann auch wieder zu bezahlen und somit dem Wald auch ein Stück wieder was zurückzugeben. Das macht die Holzernte zwar etwas teurer, doch langfristig rechnet es sich. Es muss weniger abgeholzt werden und der Waldboden wird geschont. Der Pferderücker allerdings weniger. An blaue Flecken ist er gewöhnt. Blaue Schienbeine ist eigentlich immer gang und gäbe. Das hängt auch vom Pferd ab, wie gut das Pferd ist. Wenn das ein hektisches Pferd ist, haben sie mehrere Verletzungen. Das ist ein Ruhepferd, der, sag mal, ein bisschen mitdenkt, dann haben sie weniger Verletzungen. Daher ist es wichtig, die ganz gut auszubilden. Das ist meine Lebensversicherung hier. Eddie Dahler, komm. Die nächsten Wochen sind für Sommerfeld und sein Rückepferd in jedem Fall Hochsaison. Ja, auf zu neuen Ufern. Wagemutige Brandenburger haben das Nachbarland Polen entdeckt und sind dorthin gezogen. Wie ihnen nun der Sprung über die Grenze gelungen ist, das zeigen wir in unserer neuen Serie. Wir starten unsere Brandenburg-Aktuell-Serie mit einem Mann, der erst von Sachsen nach Südbrandenburg zog und dann vor 9 Jahren als Unternehmer ins polnische Lubsko ging. Der gelernte Betriebswirt ist dort nun der einzige Deutsche im Betrieb. Die Firmenzentrale in Deutschland, Übigau. Alles andere hier ist polnisch. Fast alles, außer Mike Pfüller links. Der Deutsche teilt sich das Chefzimmer mit einem polnischen Kollegen. Also ich habe sowas noch nie kennengelernt, dass mir hier jemand, ja, dass mich jemand schief angeschaut hat, nur deshalb, weil ich eben halt Deutscher bin. Ne? Ganz im Gegenteil, also ich werde geachtet, ich habe viele Freunde hier. Wir streiten eigentlich kaum oder selten. Kaum oder selten? Kaum oder selten. Selten überhaupt nicht. Ne? Wir beide repräsentieren die Firma und der ist für das Buchhalterische, ich für das Technische und solange das Ergebnis stimmt. Und das Ergebnis stimmt. Auch dank der günstigen Produktionsbedingungen hier in Lubsko, 60 Kilometer entfernt von Cottbus. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das sind qualifizierte Leute, die sind ehrgeizig, die sind fleißig, die sind bereit, sich zu quälen, um voranzukommen. Ja. Das fehlt wahrscheinlich in Deutschland, besonders heute den jungen Leuten. Ja. 54 Polen und ein Deutscher produzieren hier elektrische Schalter und Schaltschränke. Die Hälfte der Produktion geht nach Deutschland, die andere nach Polen. Ein Arbeiter hier verdient rund 500 Euro im Monat brutto. Die Löhne hier sind höher als der polnische Durchschnitt. Also hier in der Gegend finden Sie nichts Besseres. Er selbst wird aber nach deutschem Standard bezahlt. Polen, das sind Überlebenskünstler für mich. Da stelle ich mir oftmals die Frage, wie bringen das die Leute fertig, vom ersten bis zum Monatsletzten über die Runden zu kommen mit so einem Verdienst. Und da hat man doch Gewissensbisse hin und wieder. Aber zumindest die Leute, die haben einen Arbeitsplatz, ja? Die haben eine Sozialversicherung und die haben ein geregeltes Einkommen. Ja? Feierabend. In der 15.000 Einwohnerstadt Lubsko, ehemals Sommerfeld, fühlt er sich inzwischen richtig wohl. Ich bin mit einer Polin verheiratet. Hier in der Kirche wurden wir vor 6,5 Jahren getraut. Katholisch. Katholisch, genau. Das war der Wunsch meiner Frau. Ja, da habe ich mich dem Willen halt gefügt und habe mittlerweile ein Haus gebaut, habe meine Familie hier. Das sind 3 Kinder. Der Älteste ist noch in der Schule. Vor über 10 Jahren hat er seine Frau Małgorzata im polnischen Riesengebirge kennengelernt. Er hat sehr schnell Polnisch gelernt. Es war eigentlich einfach für ihn. Ich habe mich bemüht, ihm so viel wie möglich zu helfen und die Sprachkenntnisse zu perfektionieren. Mein Mann hat erst mit Kassetten gelernt und mit dem Wörterbuch. Und ich habe versucht, ihm dann mit der lebendigen, gesprochenen Sprache zu helfen.
Und Polnisch spricht er inzwischen fast perfekt, mit leicht sächsischem Akzent. No, całkiem dobrze. To chyba ten futerek był, co? Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jetzt wieder zurückzukehren nach Deutschland. Also ich bin hier, sag ich mal, gut aufgehoben. Ich habe Wurzeln geschlagen. Das Land bietet gewisse Möglichkeiten beruflich. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung damals getroffen habe, dass ich hierher nach Polen gekommen bin. Tempo 50 können alle. Der Rundenrekord liegt bei über 68 km/h. Da kommt man im Velodrom kaum mit den Augen hinterher. Das Sechstagerennen rast auf seinen Höhepunkt zu, doch wer den Gesamtsieg davonträgt, ist noch völlig offen. Die Favoritenteams liegen nach dem Sonntag gleich auf und dieser Potsdamer gehört dazu. Immer schön locker bleiben, das ist zurzeit das Wichtigste im Leben von Robert Bartko. In der Sechstagesaison ist er ständig unterwegs, mehr mit seinem Masseur zusammen als mit seiner Familie. Am schwierigsten ist es für die Kinder, die natürlich noch nicht so richtig verstehen, warum der Papa jetzt, warum der Papa ständig weg muss oder warum er so lange nicht da ist oder wenn er da ist, nur einen Tag. Das zu vermitteln ist noch ziemlich schwierig und macht doch die größten Probleme. Kein Wunder also, dass der Mann mit der Nummer 1 das Berliner Sechstagerennen am liebsten fährt. Da kann der 10 Monate alte Moritz mit Mama Peggy zu Besuch kommen. Und auch Felix, der erste Sohn von Robert Bartko. Extra Motivation für den zweifachen Olympiasieger. Wie viel schneller fahren Sie jetzt, nachdem wir Ihre Söhne zu Besuch waren? Na, schön wäre es, wenn das so einfach wäre. Aber ich glaube, das bringt keinen Kamera. Schade, denn beim extrem knappen Rennen in diesem Jahr zählt jeder Meter. Für den Potsdamer ist es das letzte Sechstage-Spektakel der Saison. Umso dringender will er es gewinnen. Schließlich ist es für ihn ein Heimspiel. Robert Bartko hat ja 2004 hier das Sechstage-Rennen gewonnen. 2005 und 2006 ist er ja gestürzt, beziehungsweise sein Partner. Und Robert Bartko ist natürlich heiß, hier in Berlin das Sechstage-Rennen zu gewinnen und ist auch einer der Top-Favoriten. Das Team von Gegner Guido Fulz liegt punkt- und rundengleich mit Bartko und Beikirch an der Spitze. Heute und morgen fällt die Entscheidung. Es dürfte ein ganz harter Kampf werden. Also schwer ist es erstmal extrem schwer, wie man sieht. Ich meine, wir sind mit drei Mannschaften doch recht dicht zusammen. Und ja, wichtig ist klar, ich meine, wie schon gesagt, es ist halt ein Heimspiel, es ist ein Sechstagerennen, was man gewinnen möchte. Und da möchte man natürlich auch ganz oben stehen. 2004 hat Robert Bartko hier zum letzten Mal gewonnen, damals übrigens noch gemeinsam mit Guido Fulst. Wir haben weitere Nachrichten für Sie. Experten warnen vor einer unangemessenen Euphorie um das Kupfervorkommen in der Lausitz. Es handelt sich um schwierige Lagerstätten, so das Geokompetenzzentrum Freiberg. Der Präsident des Landesbergbauamtes Freitag verwies darauf, dass bis zu einem möglichen Abbau mindestens 15 Jahre vergehen würden. Zunächst müsse klar sein, dass sich der Abbau auch lohne. Im März soll im Gebiet zwischen Spremberg und Weißwasser mit Probebohrungen begonnen werden. Erfolgsbilanz gezogen. Die Gesundheitsholding Bahn im Uckermark hat im vorigen Jahr Gewinne gemacht. Das teilte die Geschäftsführung auf der Jahrespressekonferenz mit. In diesem Jahr will sie über 10 Millionen Euro in die Sanierung ihrer Krankenhäuser investieren. Die Holding ist der größte kommunale Krankenhausverbund Nordbrandenburgs. Im vergangenen Jahr erwarb das Unternehmen auch die ehemalige psychiatrische Landesklinik in Eberswalde. Mit makabren Todesnachrichten schockiert ein Unbekannter derzeit Menschen im Raum Eisenhüttenstadt. Der Mann gab sich mehrfach telefonisch als Polizist aus. Einen 82-jährigen Mann forderte er auf, seine angeblich tödlich verunglückte Tochter zu identifizieren. Der Rentner rief daraufhin seine Tochter an, die sich aber bester Gesundheit erfreute. Nach dem gleichen Muster war bereits eine Familie und eine Frau in Eisenhüttenstadt angerufen worden. Die Polizei verwies darauf, dass Todesnachrichten nie am Telefon überbracht werden. Freizeitangebote online. Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt präsentieren ihr Kulturprogramm künftig gemeinsam. Unter freizeit-ffo.de kann man ab sofort das monatliche Angebot von Veranstaltungen in der Frankfurter Konzerthalle oder am Eisenhüttenstädter Friedrich-Wolf-Theater abrufen. Neben der Online-Ausgabe gibt es nach wie vor eine gedruckte Version. Darin enthalten sind auch Kulturangebote aus Frankfurts Nachbarstadt Swobice.
Das preußische Kammerorchester Prenzlau hat einen neuen Chefdirigenten. Wie die Märkische Kulturagentur bekannt gab, tritt der bisherige Gastdirigent Frank Zacher am Donnerstag seinen Posten offiziell an. Zacher begann seine Karriere 2001 in Prenzlau. Der Musiker war zuvor unter anderem stellvertretender Generalmusikdirektor der Neu-Hardenberger Philharmonie. Auch war er Chefdirigent des neuen Sinfonieorchesters Berlin. Musica Britannica. Unter diesem Motto stehen in diesem Jahr die Musikfestspiele von Potsdam Sanssouci. Das Programm wurde heute im British Council in Berlin vorgestellt. Danach werden 460 Künstler erwartet. Sie nehmen die Besucher mit auf eine Klangreise von der Oper des 17. Jahrhunderts bis zu aktuellem britischen Jazz. Eröffnet werden die Festspiele am 8. Juni mit Händels Messias und der Feuerwerksmusik. Bis zum 24. Juni wird es rund 50 Veranstaltungen geben. Stern des Sports in Gold für Kita-Projekt. Der Kreissportbund Märkisch-Oderland wurde heute für sein gesellschaftliches Engagement geehrt. Insgesamt 15 Sportvereine aus ganz Deutschland kamen zur feierlichen Auszeichnung nach Berlin. Bundespräsident Köhler überreichte den Hauptpreis. Der mit 10.000 Euro dotierte große Stern des Sports ging an das Basketballprojekt Weddinger Wiesel aus Berlin. Bühnenbildner, Filmausstatter, Polsterer, Dekorateure, sie alle brauchen noch handgemachte Stoffverzierungen, Posamenten, also Kordeln, Schnüre, Quasten, Borten. Eine Traditionsmanufaktur aus Berlin hat ihren neuen Standort in Forst gefunden und wurde dort auch mit offenen Armen empfangen. Es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Es war toll, den Geruch wieder zu haben, die Maschinen zu sehen, die Mechanik zu spüren, die da abläuft. Man sieht alles. Nicht wie heute, wo alles auf dem Schiff vergraben ist, sondern heute sieht man halt tatsächlich, wie das alles funktioniert. Und das ist fantastisch. Die alte Tuchstadt Forst hat noch einmal Zuwachs bekommen. Und der ist selbst schon recht betagt. Bis vor kurzem standen die Maschinen in einer Fabrik in Berlin. Theodor Wagler, Posamentenmanufaktur, königlicher Hoflieferant seit 1910. Also das Bolschoi-Theater hat bei uns schon fertigen lassen. Oder München, das große Theater, und in Berlin. Die vielen Theater, die wir haben. Jetzt zum Beispiel wurde erst vor 2 Jahren das Renaissance-Theater zum Teil eben wieder restauriert und mit unseren Worten und Fransen. Brigitte Menecke war schon in Berlin dabei. Ihr alter Chef ist jetzt in Rente. Dass der Betrieb so weiter besteht, ist ein kleines Wunder, denn Kordeln, Borten und Quasten kommen heute billig aus Fernost. Über dieses Wunder freut sich Katrin Kimritz ganz besonders. Also in Forst habe ich eigentlich nicht gehofft, dass es so wird. Deswegen freut mich das umso doller, dass es in meiner Heimatstadt möglich ist, für mich wieder zu arbeiten. Posamenten, mit dem Wort konnte ich überhaupt nicht anfangen. Das habe ich noch nie gehört. Das war für mich, ich weiß nicht was. Und dann wurde mir erklärt, was das ist. Und das hat mich natürlich noch mehr begeistert. Hier haben wir in der vorigen Woche eine Anfrage aus Schweden bekommen. Und jetzt hier dazu die nötigen Muster. Weil wir das der Markt für Posamenten ist nicht groß, aber einige Restaurateure haben die Borten und Quasten aus Forst schon für sich entdeckt. Eine Schauwerkstatt soll bald dabei helfen, sie noch bekannter zu machen. Wenn das gelingt, dann rattern sich die Maschinen aus Berlin an der Neiße noch ein paar Jahrzehnte mehr auf den Buckel. Aus der Provinz auf die große Showbühne vor ein Millionenpublikum. Die Band Beat Planet tritt für Brandenburg an gegen 15 weitere Kandidaten aus den Bundesländern. Und alle kämpfen ums Finale beim Bundesvision Song Contest, der Gegenveranstaltung zum Grand Prix. Wir haben am Wochenende die hoffnungsvollen Musiker im noch verschneiten Stolzenhagen bei Wandlitz getroffen, denn da kommt Beat Planet her. Hallo, ich bin Kavum. Ich bin Gotti. Uschi, Babsi. Fuchs und Remi Demi. Sven, genannt Remi Demi Radke, ist der Sänger von Beat Planet.
aufgewachsen in Stolzenhagen. Und obwohl sie alle längst in Berlin leben, sind sie stolze Brandenburger und stolze Teilnehmer des Bundesvision Song Contest. Dreh dich um und geh. Dreh dich um, dreh dich um. Und gedenk der schönen Stunden. Dreh dich um und geh ist das Lied, mit dem sie antreten. Ja, wir waren so im Proberaum, dann kam Gotti dazu und meinte, Überraschung, wir sind dabei, da sind wir uns natürlich alle in den Arm gefallen. Ja, war die Freude schon groß. Ich schreib Single an meine Klingel, denn ledig ist sein Familienstand. Ich fand Musik in der Schule super. Ich hatte, glaube ich, im Alter von 6 oder 7 hier im Dorf meine erste oder einzige Blockflötenunterrichtsstunde. Bin kläglich gescheitert und wurde auch nie wieder vorgeladen. Was war hier sonst? Na, hier kann man halt nicht viel machen in seiner Jugend, weil auf dem Dorf ist ja nicht so viel los. Und dann ist Musik durchaus so eine gute Zuflucht. Da kann man sich auch lange beschäftigen. Er führt mich in den Schoß. Bei Stefan Raabs Wettbewerb wird die kleine Band keine großen Chancen haben gegen bekannte Gruppen wie Mia oder Jan Delay. Macht aber nichts. Das Beste daran ist natürlich, dass einfach mal im besten Fall ein paar tausend oder Millionen Leute zugucken und uns sehen. Und vielleicht bleibt es ja bei dem einen oder anderen hängen und die Leute kommen mal zu Konzerten oder kaufen sich sogar die Platte. Wäre natürlich super. Auch wenn es am 9. Februar daneben gehen sollte. Diese jungen Leute finden alles Schnafte. Das ist beatplanetarisch und heißt prima. Hört sich nach einer schönen Zukunft an. Und Knork ist das, was Sie jetzt sehen, auch wenn der Schnee bereits von gestern ist. Bei unseren Zuschauerfotos dominieren zurzeit die schönen Wintermotive. Tim Bayer zum Beispiel ist gestern Abend am Schwielosee spazieren gegangen.